Nun kommen wir zu den Regionalnachrichten. Bei Celle findet dieses Jahr das Jubiläumsbundeslager der christlichen Pfadfinder statt. Dort treffen sich tausende Pfadfinder, um neue Abenteuer zu erleben. Wir schalten nun zu einem Reporter live vor Ort. Guten Mittag oder auch guten Abend. Heute sind wir auf dem Bundeslager 2022 und interviewen Herrn Sonntag. Guten Tag. Wo sind wir denn hier genau? Wir sind hier auf dem Bundeslager der christlichen Pfadfinderschaft Deutschland in dem Unterlager Nordholm vor der schönen Hafenkneipe des Stammes Friedrich von Bodelschwing. Was kann man denn hier so genau machen? In unserer Kneipe gibt es die besten Fischbrötchen des Lagers. Wir können ja mal reinschauen. Willkommen in unserer schönen Kneipe. Das ist der Ort, an dem es die besten Fischbrötchen des Lagers gibt. Auf dem Bula werden ungefähr 7000 Fischbrötchen verkauft. Davon die meisten natürlich bei uns. Auf dem Lager sind wir ca. 2000 Pfadfinder. In dem Unterlager Nordholm sind wir ungefähr 350 Pfadfinder. Nordholm ist eine Hafenstadt voller erfahrener Seefahrer. Es gibt viele Schiffe und einige Leuchttürme. Außerdem gibt es noch einige andere Unterlager. Zum Beispiel Hohenstein, Pfifferlingen, Siebenberg, Silberhain und viele weitere. Wir feiern wegen der 100-jährigen Legende des Drachenherzbaums, die unsere Völker vereint. Unser Stamm ist stolz auf die jahrelange Fischtradition, die von Sippe zu Sippe immer weitergereicht wird und auf den Lager sehr beliebt ist. Pfadfinder von allen unteren Lagern sind hier herzlich willkommen und nehmen das Angebot gerne an. Machen wir das schön, der Kampf.